Machine Gun. Du bist geil, wie schnell ich inzwischen nachlade mit meinem. Nach Level 1 und. Ne, Level 13 erst mit Snipern und Level 21 mit Pistolen. Will jemand die fette Cruise? Was für ein Ding? Eine Fatal Cruise, will die jemand haben? Nö, ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist eine, ja. Eine Schrotflinte halt. Frag Guppi, aber gedacht? Ich glaube nicht, also ich brauche auch keine Schrotflinte, deswegen. Guppi, hör dir mal die Stadt von der an. Und zwar hat die 7x70 Schaden, Zielgenauigkeit 75,1, Feuerrate 1,0. Ermöglicht Explosion, also mal 2 Explosionen, 4 Waffenzoomen, 12 Maschinengröße und plus 62 Schaden. Gut, hey. Hätte er sein können. Wir müssen da hoch, wo Guppi ist. Hier gab's nichts. Das ist ein abschaffender Mensch, okay. Genau. Nix besonderes. Aber endlich mal wieder ein bisschen Gegner, die auf dem gleichen Level sind, das ist echt mal passend. Die droppen dann halt auch mal wieder so geile Sachen. Gleicher Level in dem Sinne, dass wir den Skak innerhalb von unter einer Minute alle... Nee, aber ich meine von der Levelzahl einfach nur, dann ist halt die Drop-Wahrscheinlichkeit passt dann wieder. Wartet ihr noch, bevor ihr das Level wechselt? Ich würde mir nämlich gern eine explosive Regen kaufen. Die ist gar nicht mehr da, der explosiv gummierte ist drin jetzt. Ah, wollt ihr nicht verarschen? Nee. Also was ist denn, was ist denn die Machine Gun, oder was läuft denn die? SMG, oder? Ja. The Combat Rifle. Danke für diese nette Antwort. Was? SMG? Läuft also unter SMG? Ja, nee, Machine Gun. Die Machine Gun ist Combat Rifle, ja. Gut. Das wollte ich wissen. Ach, ich bin ja auch. Die hab ich schon mal gefunden. Irgendwie. 62x8 und 2,2. Aber Zielgenauigkeit von 6. Ein Scharfschütze ohne Scharfschützenmord ist nur ein Typ mit Kanarre. Benny, 370 Sniper? Ich hab einen 370 Sniper. Ja, mit 98 Zielgenauigkeiten 1,4. Ja, da ist ein schon mal dran. Einer hat das Bein schon mal dran. Den ich hier auch gesammelt habe. Jemand eine Explosive Bouncing Betty oder lieber eine Explosive Gummiert? Habe ich später noch ein Angebot. Okay, dann halt nicht, dann mach ich es weg. Eine 690er Schild. Was? 690? Ja, 689 habe ich mir vorhin gekauft. Ja. Da liegt's. Das habe ich mir vorhin gekauft. Das war das, wo ich für 100.000 bezahlt habe. Oh, hier gibt's eine 700. 37. Wenn der Scheiß deine Schmerzen nicht lindert, besuchst du meine Krankenstation am Ufer in Jacobs Cove. Hier gibt's ein Schild für 737, das ist ungefähr das, was ich hab. Lalala. Jetzt nicht mehr. Sprengmeister-Class-Mod, Titan-Class-Mod, maximale Gesundheit. Könnte irgendjemand noch eine geile, coole vierte Waffe gebrauchen. Wie viel, was ich verpassen will jetzt? Ich hab Combat Rifle, SMG und Schrotflinte. Und am vierten Platz, hast du da liegen? Naja, hab ich auch ein SMG liegen, aber ist halt nicht so dolle. Ja, Pistole oder so, wenn wir eine gute finden. Hätte ich dir vorhin einen 417er Revolver geben können, du Held. Nee, ich will keinen Revolver, für wenn dann eine Pistole. Meinst wenn du eine? Ja. Die nehme ich nämlich gerade die ganze Zeit. Oder? Aber Hardcore-Sex so ist ein zielgenau. Revolver wäre eigentlich auch mal cool, so auf die Entfernung. Aber ich glaube, du bist mit deinen anderen Waffen besser bedient. Also das wäre dann eher zum... Wenn die anderen alle sind. Was total wahrscheinlich ist bei uns. Ja. Also ich glaube, wenn ich mir überlege, dass in meinem SMG 1200 Schuss sind... Ja, und du irgendwie alle 0,5 Sekunden Endschuss regenerierst. Ich überleg mal gerade, ob ich die Sprengmeister-Klasse hole. Nein, willst du nicht, wenn wir reisen. Ich wollte gerade sagen, deine Klasse hat jetzt ja gerade ziemlich gut Schaden gemacht, ich würde es so lassen.
Okay. Nein, gut, wenn man mal schnell was dabei ist. Das muss so klappen, würde. Das war einfach gut geschätzt, Marco. So, lecker Billy-Snickers bei mir. Oh, und bei mir? Nix. Toll. Verdammt. Peanuts aus dem Netto. Muss ich bloß noch irgendwie. Doppelt. Das muss ich bloß noch irgendwie aufkriegen, während ich. Ah, verdammt. Also W drücken und gleichzeitig dann noch was aufreißen ist schwierig. Auch ein E. W, damit ich weiterlaufe? Nee. E drücken zum Weiterlaufen. Moment. Ihr solltet eigentlich mal warten, aber. Oh. Ah, deswegen. Du kriegst deine Combat Rifle Kenntnisse trotzdem hochgerechnet. Ach, dann wirst du angegriffen. Tidim. Dim, 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 dim. Dum da dum da dum da dum da dum 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 da dum da dum. Was sagt eigentlich der Klepper da und wo? Für mich sagt er gar nichts. Für mich hat er schon ein paar Mal was gesagt. Ich hab das irgendwie nie den Ort mehr gemerkt oder verstanden. Ich wollte mir eigentlich jetzt gerade ein Würstchen rausnehmen, aber ich komme nie wirklich dazu. Links und dann wieder rechts. Lass dein Würstchen in der Packung. Ich wollte. Knacker halt essen. Du willst auch noch einen alten Knacker essen? Boah. Ihr seid so zweideutig. Eindeutig. Eindeutig zweideutig, ich bin immer dabei. Das ist großartig. Irgendwie kann sein, dass die Gegner ein höheres Level haben jetzt. Ich brauch grad länger, um zu töten. Habe ich auch irgendwie gerade das Gefühl gehabt, oder treffen wir schlechter? Nee, ich glaube nicht. Sein. Ich glaube, die haben ein höheres Level jetzt. So, ich packe jetzt trotzdem mal langsam meinen Knacker hier aus. Er bewegt sich in zwei verschiedene Richtungen. Okay, ich bewege mich schon mal falsch. Ich wollte doch links laufen. Warum bin ich rechts gelaufen? Weil du links gedrückt hast. Lecker, jetzt gibt's Knacker. Nimm's in den Mund. Tief rein. Ich glaube, Marco hat gerade einen übelst ekelhaften Ausdruck auf dem Gesicht. Nee, ich willst du gar nicht wissen. Willst du gar nicht wissen. Ich hätte gerne mal mit Facecam den ganzen Spaß aufgenommen. Besser ist. Von allen dreien die Facecam. Wir müssen jetzt zum Claptrap. Ach lol, guck mal, der ist gefesselt. Sei Dank. Hol mich hier raus. Wir haben herzlich wenig. Bevor du dich aufmachst und diesem mobilen Toaster hilfst, musst du noch was wissen. Okay, kann übelst auseinander, ja. Ist der, für den du ihn hältst. Und man kann ihm genauso wenig trauen wie meinem Hund. Und den habe ich umgelegt, weil er unzuverlässig ist. Wow. Junge, ich mach nur Spaß. Vergiss das einfach wieder. Ich hab nur... Alles ist wahr, aber nagel mich nicht drauf fest. Pass auf dich auf. Am Pier ist ein Boot festgemacht. Fahr damit rüber zum Labor. In der Stadt findest du eine Tür, die spezielles Anklopfen erfordert. Ich liebe so ein Geklopfe. Wow, ich bin besessen. Das Klopfen klingt so. Und jetzt geh und lass den Roboter für die Skags zurück. Dreh mir nicht den Rücken zu, wenn du nicht willst, dass du nie mehr irgendetwas den Rücken zu kannst. Ja, praktisch, ich bin hier gerade umgedreht. Warte mal, das war eine Scheißdrohung. Darf ich's nochmal versuchen? Also hier am flotten Brett. Neue Mission verfügbar. Ach, du Standard. Ach du Schande. Merkst du jetzt, warum ich gerade ach du Scheiße gesagt habe? Oh, Kacke. Hätten wir vielleicht Bums schon annehmen können. Weil wenn ich hier mit dem General, weil ich nicht bekommen müssen.
Irgendwas leckt hier gerade rum. Ne, das ist der. Das ist der. Clap. Der hat leichte. Vielleicht Animationsprobleme? Nein, er hat bei mir auch Animationsprobleme. Wenn wir jetzt gerade noch hier sind und gerade kein Zombies, würde ich nochmal ganz schnell aufs Klo bitte gehen. Mach. Das schneid ich dann raus. Wo gehen wir denn hin jetzt? Mir egal. Darfst du entscheiden. Ich aktiviere. Wo sind wir denn eigentlich? Jacob's Cove. Machen wir doch erstmal alles, wo wir zu Jacob's Cove gehen. Also hier die... Zum Beispiel ausgezeichnete Gelegenheit und dabei... Ne, wir müssen die Ekos machen und dabei irgendwelche Eier killen. Also irgendwelche Leichenfresser killen und Eier aufnehmen. Aber hier kann ich mich nie auf den Claptrap stellen. Ich kann mich bloß reinstellen in den Claptrap. Mario-Style! Du bist tot, ich bin auf den Kopf gesprungen. Oh mein Gott! Hör auf! So, Benny, du kannst aufhören, wie ein Flummi rumzuspringen. Nein, Marco ist tot, ich bin ihm auf den Kopf gesprungen. Und du jetzt auch. Hab dich getroffen. Du Stahlwand, du. Und ich hab dich auch getroffen. Komisch, dass Marco nicht zusammenbricht. Wo ist denn das erste Echo? Das muss doch hier irgendwo rumgucken. Ja, da ist es doch. Wow, verdammt, Sprung. Liebste Anna, ich bin in Jacob's Cove angekommen und du hörst sicher gern, dass es eine lebendige und fröhliche Stadt ist. Ich weiß, von den Kindern getrennt zu sein, ist nicht einfach. Aber es ist nur für ein paar Einsätze. Das Gehalt ist einfach viel zu gut. Ich werde hart arbeiten und schon bald wieder bei dir und den Mädchen sein. Mein Bruder wird sich in der Zwischenzeit um euch kümmern. Liebe Grüße, Hank. Okay. Muss man den irgendwie kennen, storymäßig? Den haben wir gerade gekillt, du Depp. Hammel? Das war der Verskak. Ach so? Da stand auch ein Name dazu. Den habe ich irgendwie nicht gelesen. Ja, super aufgepasst. So viel dazu muss man irgendwie können. Ah, Mensch. Ich habe aber ohne gepasst. Ah, von dir hätte ich auch nicht ganz erwartet, aber von Gubi halt schon. Da kommt man nur. Weil Befehl umlegen, umgelegt gerade ich. Ja. Wärst ein super Soldat geworden. Haben Sie was gesehen, Private? Nein, warten. Da ist der Hut. Die Arbeit hier ist hart, aber ehrlich. Oh, die Bäume, Anna. Die Bäume sind herrlich. Du würdest deinen Augen nicht trauen. Manchmal bin ich traurig, wenn ich sie fällen muss. Da aber das ist es wert, denn ich komme mit viel Geld für unser neues Leben zurück. Ich träume von einem netten Anwesen in Dal Headland. Überleg's dir. Ich vermisse dich, Hank. PS, sag Sally, dass ich den Hut liebe, den sie mir geschickt hat. Ich trage ihn jeden Tag. Die anderen ärgern mich deswegen. Aber sie wissen ja nicht, wie viel Freude die Liebe eines Kindes macht. Oh, süß. Ja. Romantischer Bullshit. Da, juhu. Da kommen mir fast die Tränen. No homo. Nee. War das jetzt gerade die Verteidigung für mich, Benny? No homo. Ja, wenn du dich angesprochen fühlst, ja. Ja. Wollte ich auch sagen, wenn du dich damit verteidigt fühlst, dann war das die Verteidigung für dich. Schnauze. Der Anna, mir sind im Sägewerk seltsame Dinge aufgefallen. Manche Arbeiter scheinen sehr krank zu sein. Das Komische daran ist, dass wir letzte Woche alle untersucht wurden. Ihr werdet abgebrochen. Und der Betriebsarzt bei mir läuft uns einen neuen Gesundheitspass und Vitamine gegeben hat. Ein Wort, bevor du das nächste aufnimmst. Es scheint einige Todesfälle gegeben zu haben. Mach dir keine Sorgen. Ich passe wie immer auf mich auf. Ich schicke dir bald wieder ein Echo. Ich liebe dich, Hank. Ich befürchte, das war das letzte normale Echo. Gesundheitspass und komische Impfung? Mal da nicht irgendwie so rüber? Nee, ich glaub nicht. Da stirbt man. Soll ich ausprobieren? Ich bin schon mal auf Wasser gelaufen. Aber hier steht irgendein Boot. Safety First. Ja, besser nie.
Jetzt wir nie teleportieren, dann kommen wir in den nächsten Bereich. Aber jetzt sind wir halt wieder in der Stadt, ne? Und dann ist halt das nächste Echo ist halt wieder in der Stadt, wo ich mir so denke, ja danke. Schön zickzack laufen lassen. Na klar, du musst irgendwie beschäftigt werden. Und du. Lecker Knacker. Es wird immer schlimmer. Es gibt Gerüchte, dass hier die Toten auferstehen. Zuerst wurde im Saloon darüber gelacht, aber jetzt tuscheln die Leute, dass es wahr zu sein scheint. Man sagt, die, die mit ihnen in Kontakt kommen, sind immer die Ersten, die krank werden und dann zu Dr. Ned gehen. Der Doktor hat mir versichert, dass er Fortschritte bei der Behandlung macht. Ich glaube ihm. Es sind nur noch 3 Wochen, bis wir wieder vereint sind. Oh mein Gott, der Arme. Gib dem Mädchen einen Kuss von mir. Hank. Ich komm dann hier rüber, schade. Ich muss doch außen rumlaufen. Ich schon. Verarsche? Lalalalalala. Liebste Anna, es ist kein Gerücht mehr. Ein Fluch liegt über Jacobs Cove. Die Toten steigen aus ihren Gräbern und haben Heißhunger nach frischem Fleisch. Die Arbeit wurde eingestellt. Wir kämpfen um unser Leben. Aber keine Sorge. Dr. Ned glaubt noch immer, dass man den Horror aufhalten kann. Ich habe mich für den Test eines Gegenmittels gemeldet. Die Skeks, mein Schatz. Die dreckigen Skeks sind unsere Rettung. Der Doktor sagt, sie sind gegen die Krankheit immun. Ich bin gerade auf dem Weg, um im Krankenhaus vor der Stadt behandelt zu werden. Ich weiß, dass... Sieh mich nicht so an! Als ob du noch nie möchtest, den Abenteurer für Geld aufs Kreuz gelegt hättest. Hank. Gut, Depp. Oh, ein blaues Asset Rifle habe ich bekommen mit 54 Magazingröße und 150 Schaden. Sieht bei mir genauso aus. Ist das besser als eine Machine Gun? Das ist eine Machine Gun, du Depp. Was habt ihr für eine Zielgenauigkeit auf den Dingern? 284. 74,4. 82 ist eigentlich nicht so schlecht. Und Feuerrate, Felix? 12,1. 4,5. Schaden 104. Dafür habe ich einen 150er Schaden. Ah, okay. Ah, toll. Also kann ich den nicht dominieren? Warte mal, ich rufe mal bei Lee Werkel an. Vielleicht kannst du zusammenflicken. Wollen wir nochmal zum Generally Hospital gehen? Ja. Solange ich nüchtern bin. Weil da gibt's dann noch ein paar mehr Wehrskaks, die wir erledigen müssen. Hast du es mal... Ach ja, schon markiert. Wenn es keine Jacobs ist, dann wäre ich lieber tot. Generali Hospital. Das ging knapp vorbei. Schade. Will den Tisch treffen. Was denn dann? Da war nix. An dir vorbei. Wenn ich dich treffen würde, hätte ich das schon längst getan. Oh, das glaube ich halt nie. So wie du bei Call of Duty nie triffst. Wahnsinn. Wenn ich einfach nur gerade auslaufe, triffst du. Juhu. Du musst wissen, ich bin rechts, links von dem Baum gelaufen. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich habe bloß auf Vorwand geschossen. Lernst du schön bei WoT, wenn du Archie spielst. Spiele ich oft genug. Wie weit bist du denn eigentlich? Du hast das letzte Zeit oft gespielt. Fast Level 4 mit meiner, also hab fast die M7. Ach, machst du das gleiche wieder? Ich hab halt mit M37 zuerst gespielt, deswegen bin ich mit der M37 am weitesten. Nee, ich dachte M7 Priest, deswegen. Naja, ne? M37 hab ich halt fast fertig. Weil ich halt mit der bis jetzt einfach nur am, mit der hab ich zuerst gespielt. Von den ganzen Artis. Hm. Zombie sind wieder da. Das ist die Zombie-Party. Ja. Das ist die Zombie-Party. Und da war einer. Die werden umgelegt.
Zombie, Zombie, Party, ai, 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 ai. Passt sogar irgendwie. Müssen wir uns erst hin, wir müssen irgendwie noch weiter hoch, glaube ich. Benni, du kannst einen Link abfinden. Mein Borderlands spackt gerade wieder grafisch ab. Wieso spackt der grafisch ab? Ja, es zeigt grafische Fehler an. Okay, das ist komisch, bei mir habe ich kein Problem damit. Vielleicht kommt es ja von den fehlenden Physics-Dingern. Siehst du zufällig den Hinweis? Ist der hier irgendwo? Hm. Musst du mal auf die Karte gucken? Ja, zwei Etagen, ja. Also zwei Runden. Hoch, eine Abkürzung genommen. Da kommst du hoch. Ja. Wow, wow. Wupp. $2000. No? Au. Hm. Au. Schön, dass du genau auch zu dem Typen hinrennst, Kubi. Ja, ich wollte mal, mach mal ganz ruhig. Ich hatte nur 36 Leben und ich wollte keine Pause in den Kreis springen, um Leben zu generieren. Ja, da kam aber gerade ein Zombie an, auf den ich geschossen habe. War doof. Ene mene mu, doof bist du. Ene mene mopel, wer frisst Popel? Ene mene Max, jetzt sind sie alle weg. Ich hab einen Rocket Launcher mit Elektroschock gefunden, willst du jemand haben? Das war schade. Diese alle begeistert hier schreien. Ja, eben. Ich hab gerade Probi geschossen. Ja, ich bin nicht so aus wie ein Zombie. Danke. Mess mal das andere jetzt, genau. Dass die Tortur bald ein Ende hätte. Und als ob es nicht reicht, dass die Toten auferstehen, habe ich im Krankenhaus auf dem Berg eine neue Abscheulichkeit gesehen. Ich fürchte, dass ein weiteres Vergehen wieder die Natur bestraft werden. Kommt ihr mal hoch? Wir müssen, nee, wir müssen eigentlich hin. So doch, wir müssen da hoch. Nee. Dann mir schon. Guck auf die Karte. Nee. Nee? Ja, mir zeigt's. Achso, hey, wir müssen irgendwie hinten rum. Was ist denn gerade weggeblasen? Wene mene mu, mein Hirn frisst du. Ich glaube, hier runter soll man nicht springen. Ach, okay, ja, ich stehe da schon, glaube ich. Doch, ich glaube, wir müssen da runter. Das ist ein Fahrstuhl. Da ist eine Waffenkiste. Bin jetzt runtergehoben? No. Ja, ich glaub, ja, hier oben ist aber ohne was, ne? Blaue Combat Rifle, 128 Schaden, 94% Genauigkeit, 10,0 Schussfrequenz, aber plus 12 Kugeln im Magazin. Achso, und Wert? 45.000. Moin, Alter. Komm rein. Ach, dann halt nie, ey. Wollte ein bisschen angenehm diesmal von... Oh, das dreht sich mir, wird scheiße schlecht, ey. Noch so ein Zombie. Willst du denn die 45.000 nie mitnehmen? Dann nehme ich sie mit, mir auch egal. Warte mal, ich guck's mir nochmal an. Wie gesagt, das ist so ein Dreischuss-Combat-Rifle. Ich rede jetzt von einer Shotgun, ne? Nee, Combat Rifle. Combat Rifle ist nicht Shotgun. Ich verwechsel das immer wieder. Shotgun ist Shotgun und Combat Rifle ist Combat Rifle. Und Combat Rifle ist Machine Gun und SMG ist SMG. You know what I mean? No! I'm drunk! Go home, Physics, you're drunk! Go home, Rainbow, you're drunk. Kenn ich bloß. Da ist Father O'Cullen. Boah, sehr schnell. Ich dachte nur, das fällt mir so. Dafür habt ihr mich. Felix ist zu stark. Hier ist irgendwo eine Combat Rifle rumgeflogen. Und ein Soldat Brandartefakt schon wieder. Damit hab ich nicht gerechnet. Hier können wir die Eier auch sammeln. Oh.
Cool, war. Dass ihr mich mit habt. OP! Gegenstand kann nicht verwendet werden. Ja, musst du halt verkaufen. 55.000 oder so. Sag, wenn du jetzt hier irgendwelche grünen Klumpen auf dem Boden hast, bitte aufsammeln. Das sind Eier, die wir brauchen für eine andere Quest. Wollte ich immer mal Eier aufsammeln, juhu. Eier. Hier war gerade irgendeine Waffe. Die hat der Benny gerade im Vorübergehen eingesammelt. Nur eine weißen Revolver. War jetzt, glaube ich, grün, aber. War weiß. Grün. Gold, innemene weiß. Innemene Muffel. Ach, Skelettmuffel. Ja. Sieht ein bisschen mehr aus. Skelettracks sind das. Weil die verlieren. Wir treffen, glaube ich, einfach nur nie, Marco. Würdet ihr die einfach nur rüberkommen lassen, weil die verlieren, glaube ich, Zeug, ne? Und da hinten steht noch was riesengroßes. Ja, Whiskey Wesley steht hier. Ja, das ist nur nächster Gegner. Der hält aber einiges aus. Ja, kommt ihr mal mit? Nö, wir kämpfen hier gerade noch gegen die Flugviecher. Da gibt's nicht viel zu kämpfen. Doch, töten. Ja, aber da gibt's nicht viel zu kämpfen, wie gesagt. Die sollst du bitte mal nie da draußen abschieben, wir brauchen die. Nein! Nicht da draußen abschieben, wie oft noch? Ja. Achso. Wir brauchen diese blöden grünen Teile. Dann machst du wenigstens Akku. Ja, versuch ich doch gerade, aber die kommen ja nie her. Hab's halt wieder getroffen. Ja, aber so, jetzt finden wir sie halt einfach. Wir finden nur noch genug davon. Oh, hier. Der ist wieder so schnell. OP, sag ich doch. Oh, ein Säureartefakt für mich. Waffenkiste. Schreit gerade noch rum wie bekloppt und dann Waffenkiste. Repeater. Gubi, wolltest du eine Pistole haben? Alle unter 10.000. Na, einer ist 10.000. Mhm. Und Doppel-Explosion. Hat man, glaube ich, alle bloß eine 3-0er Schussfrequenz. Einer hat 14 da. Ein Weißer hat 14.